Ja, Servus, Grazie und Hallo, meine alten Larven. Ich möchte heute mal wieder an FC 25 reingucken, und zwar ins Ultimate Team. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, zwei Spiele gemacht, seitdem habe ich nicht wieder reingeguckt und das wollen wir heute ändern. Ja, switch direkt mal rein und spielen, dann geht das los hier, ne? Sagten, ich habe die ganze Zeit ja Einen noch meine wunderschönen Kopfhörer guten offen, Abend. die hört mich hier wahrscheinlich ja Da nicht. wir da Oh gerade mein sind, Gott, was für eine Spiel. Panne. Was ein Wetter wir da heute haben an diesem Abend. Es ist absolut herrlich. Tja, Florian man sollte dann Wettermann, schon seine Wettmann, die Kopfhörer Ambiante aufsetzen, ne? Wenn mal man mit den wieder Leuten für euch kommunizieren will. am Mikrofon. Und da erwartet uns ein hochinteressantes Match. Die Tribünen sind heiß. Die haben richtig Bock, Jan, auf dieses Spiel. Gleich kann es losgehen. Also auf dieses Spiel freue ich mich wirklich. Es wurde ja so viel diskutiert und geredet im Vorfeld. Jetzt geht es los und ich bin sicher, das wird interessant. Das wird richtig hochklassig. Machen Sie gut. Angriff läuft. Sie sind schon im letzten Drittel. Abgefangen. Olesen. Ich bin noch mal den Ball. Schon wieder ist der Ball weg im Mittelfeld. Ach, die läuft immer wieder da runter, ey. Ich hab den Laufweg da oben zu nehmen. Ist ja völlig klar, wer da heute total im Fokus steht. Wie sind deine Erwartungen? Ja, Schmiso, in der letzten Partie war er herausragend gut. So viele Tore in nur einem Spiel. Es war ein historischer Auftritt, der aber auch dafür sorgt, dass die Abwehr ihn heute besonders im Blick haben wird. Gespannt, ob er anknüpfen kann in den letzten Auftritt. Und schmeißt sich da rein und macht diesen Angriff zunichte. Hoffmann. Ja, das ist ein gutes Dribbling. Chance zur Flanke. Also noch steht es hier unentschieden. Die Ecke, das ist jetzt die Chance, was dran zu ändern. Und versucht sie einfach mal. Ja, den holt sich der Keeper ganz entspannt. Olesen. Immer haben die ihre Gräten dazwischen, ja, das gibt's ja auch nicht. Ja, Ball bleibt beim Angreifer, deswegen lässt er weiterlaufen in der Szene. Jetzt ein bisschen Platz, die Flanke vielleicht. Flanke auf den kurzen Pfosten gezogen. Ja, dann doch keine Gefahr. Da sagt der Torwart gefühlt so ein bisschen Danke. Schlotterbeck. Ball im Aus. Unnötige Aktion, ehrlich gesagt. Kevin Schlotterbeck. Das ist ein Zweikampf. Perfekt den Ball geholt. Was ist denn hier heute los? Schon die ganze Abwehr überspielt. Alter, das gibt's doch ja nicht. Dann setze ich mich mal durch und schieße ich hier voll auf den Mann, ey. Was ist jetzt hier? Und verhindert das Tor. Wenn du das Lob
in Richtung Keeper ausschüttest, dann kriegt das den Rätsel. Ey, das gibt's doch nicht. Ich schaff das nicht, den Ball darin zu hauen. Steht alleine vor dem Keeper, aber der macht's noch besser. Der Reflex ist herausragend gut. Man kann eigentlich gar nicht genug Lob ausschütten für diese Parade. Das ist die Chance. Ey, jetzt hau den da rein, das gibt's ja auch nicht. Erstmal gehalten, aber der Angriff lebt noch. Und sie kriegen. Elfmeter, verschieße ich denn jetzt natürlich auch höchstwahrscheinlich. Und die ganze Bank guckt sich an und denkt sich, links oben. Schon wieder in die richtige Ecke gezuckt. Ich dachte schon, der holt den jetzt. So, und das war's mit der ersten Halbzeit. Jetzt geht es hier weiter mit dem zweiten Durchgang. Gute Flanke in die Mitte. Abwehr ist da. Kein Problem mit der Flanke. Ball ist weg. Pff, die Schüsse, ey. Versucht sie eigentlich, den schön platziert reinzuschlenzen, aber platziert ihn weit daneben. Ja, im besten Fall legst du den genau neben den Pfosten, aber da hat am Ende ganz, ganz viel nicht gestimmt bei diesem Abschluss. Der hohe Pass hier. Sehr gut, diese Bälle, Ruhe, Pass und Ballsicherheit. Entscheidung ist klar, Freistoß. Ja, da wechseln sie jetzt noch mal. Ja, das ist gut, wenn du so eine Ruhe ausstrahlst bei einem Freistoß und den sogar festhältst. Mir fehlen, und da bin ich sicher nicht alleine heute über weite Strecken, die Ideen in der Offensive. Es ist schon erstaunlich, wie wenig sie im letzten Drittel zustande. Super gespielt, machen sie den. Abstauber, zum Glück, ey, stand der da jetzt da oben. Nicht so wirklich da, beim ersten Mal rettet noch der Keeper. Aber dann ist es passiert. So, und mal gucken, was das macht. Dieses 2:0, weiter geht's. Marzen. Jetzt Kevin Schlotterbeck. Kevin Schlotterbeck. Oh, so hoch der Ballgewinn. Vielleicht wird es gleich gefährlich. Na, die Chance wäre da. Drücken Sie jetzt voll aufs Tempo. Wir sehen es hier in diesem Konter. Die Abwehr hat sich immer noch nicht richtig formiert. Ah, oh, das ist eine gute Parade. So, kurze Unterbrechung. Gibt den Wechsel. So, und der kommt in die Mitte, der Eckball. Noch nicht ausreichend geklärt. Guter Pass, wird vielleicht was. Den klären sie nicht so wirklich gut. Gute Position und alle Fans wollen jetzt den Abschluss. So, hechtet diesen Ball hinterher und hat ihn dann. Das ist die kurze Variante. Gefordert im eigenen Strafraum und absolut abgeliefert. Ja, Torwart schenkt hier so ein bisschen den Ball her. Den Ball nicht mal angenommen. Was pfeift er davon Scheiß? Stark vom Ball getrennt. Hoffmann. Was machen sie draus? Fast schon durch. Oh, ich dachte, ich schieße den schon mal auf vorbei, ey. Meine Güte. Gut. Thomas Ding hier auch in der Tasche. Stehung dieses Treffers. Erst der Doppelpass. Und dann genau die Lücke getroffen mit diesem ziemlich harten Schuss. Sieht sofort, da gibt es keine Chance, irgendwie noch ranzukommen.
müssen. Und da holt er den Ball mit diesem Tackle. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern, wenn sie schnell spielen. Und jetzt schaut sie, dass sie über die Mitte Richtung Tor kommt. Ah, so musst du es verteidigen. Ja, sie haben ihren Fans heute einiges geboten. Super Spiel von der Heimmannschaft. Deutliche Führung. Ein paar Minuten haben wir noch. Sie haben uns heute überzeugt. Nicht nur durch die Tore, sondern, finde ich, auch durch die Spielweise. Das war schon richtig klasse. Das hat Spaß gemacht, denen zuzusehen. Ah, da haben sie es sehr gut zugemacht. Das kann noch nicht wahr sein. Gefaustet. Also jetzt die Auswechslung. Kommt in die Mitte. Ja, oh. Ganz entspannt zieht. Nee, das Ding geht. Gute Sorge. Es zeichnet Top-Leute zwischen den Stangen einfach aus. So, und das war's. Diese Partie geht an die Heimmannschaft. Sie haben dieses Duell deutlich gewonnen. Der eigentlich noch höher sein müsst. War so richtig schlecht, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja. Naja. Bisschen stärkere Mannschaft. Gucken wir mal, ob wir das hier auch hinkriegen. Mit unserer Gurkenmannschaft hier dagegen zu halten. Grüße gehen raus in alle Wohnzimmer oder wo auch immer ihr uns zuschaut. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld, neben mir am Mikrofon der geschätzte Kollege Jan Platte. In unser Programm heute finde ich eine hochinteressante Partie. Und ich glaube, für Spannung ist in dieser Begegnung auf jeden Fall gesorgt. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das verspricht eine Menge. Diese beiden Mannschaften im direkten Duell, ja, es kann eigentlich nur großartig werden. Er ist ausgefaustet, alles wieder gut. Das ist also die Startelf der Blades. Im Tor ist Jan Oblak. Kunde spielt mit Rafael Varane in der Abwehr. Und im Angriff spielt Marcus Thuram. Oh Mann, ey. Der Schuss nicht ungefährlich. Da hält das Ding. Ja, nichts Schlimmes, Leute. Geht schon mal richtig schwach los hier. Gut gemacht. Ball ist nicht im Aus. Ja, die sieht gut aus. Oh ja, ja, ganz Erleichterung in der Abwehr. Gibt hier nur Abstoß. Ja, ist ja völlig klar, wer da heute total im Fokus steht. Wie sind deine Erwartungen? Ja, Schmizo, wir haben schon viele großartige Tore von ihm gesehen. Und der ist richtig gut gehalten. Und dann doch noch der Pfiff abseits. Und hat das Auge für den freien Raum. Oh, da könnte sich jetzt was entwickeln. So, und weg ist der Ball raus aus der Gefahrenzone. Dafür gibt es einen Wurf. Gut gespielt von den Blades.
ist sehr gut geblockt. Ball in die Mitte. Aus der Gefahrenzone. Rocca. Ob wir problemlos nach vorne. Und da sind genug Abnehmer in der Mitte. Blockt der mich da, das gibt's doch immer nicht. Da haben sie sich stören lassen, der Ball ist weg. Super, das ist die Chance zur Führung. Jawoll! Mensch! Ich bin so ein Chancentod, ich muss wirklich teilweise mit dem Ball ins Tor rinlaufen, damit das was wird, ey. Unglaublich. Es gibt natürlich Einwurf. Ole Pohlmann. Ja, das ist ein guter Ball. Ah, die ist nicht ganz bereinigt. Ja, gut geklärt, Gefahr bereinigt. Markus Thuram. Na, was war denn das jetzt? Oh. Ich dachte, er läuft hier am Ball vorbei, ey. Kann sich schön durchsetzen. Das könnte jetzt der Ausgleich werden. Na, den kann er rausfausten, diesen Ball. Rocca. Ball für Demirbay. Ole Pohlmann. So langsam muss der Abwehr mal zuschauen. Alter. Sehr gut, das Vorchecking. Weit vorne drauf gegangen. Keine Schwierigkeiten. Natürlich für Jan Oblak. Barella. Rea. Lauf, Rudi, du kannst es schaffen. Genau da. Ganz richtig. Dieser Ball gewinnt im letzten Moment. So, und Schluss mit Halbzeit Nummer 1. Wir gehen in die Pause. Jetzt kann es hier losgehen mit dem zweiten Spielabschnitt. Yes. Glück hatte ich da. Richtig Glück. Nico Williams.
30 Minuten bleiben noch in diesem Spiel. Ja, das ist gut aufgebaut. Sieht gut aus, vielleicht gibt es die Chance. Nein. Hermann merkt, auch der Abschuss, sie wollen unbedingt noch mal rein in dieses Spiel, auch wenn das noch nicht der Ball ist, der sie so richtig ranbringt. Ja, aber sie haben gezeigt, sie sind auch da, sie glauben noch an sich. Boden. Stark reingegangen. Guter Einsatz. Nee, jetzt Foden. Und da sind genug Abnehmer in der Mitte. Oh, nee, ey. Hat er mir auch ein schönes Tor reingehauen hier. Mann, Mann. Markus Thuram. Schönes Ding. Der Spielstand 2:1. So machen wir weiter. Schlotterbeck. Oh nee. Oh, was für eine Gelegenheit. Oh. So, jetzt haben alle erstmal Ruhe. Ball rausgefaustet. Alejandro Valde. Jan Oblak macht Jan Oblak Dinge. Oh. Eine Sensation. Ab jetzt hier. Mit der er hier das Tor verhindert. Sie sind weiterhin nur ganz knapp im Rückstand. Viel Platz auf dem Flügel. Da der Platz zum Flanken. Oh, gut. Kann er den jetzt reinmachen? Der Deckel in diesem Spiel, die Riesenchance auf die Entscheidung. Gucken Spiel so, ob sich das doch noch recht, den hier nicht gemacht zu haben. Die müssen auf jeden Fall defensiv jetzt weiterhin konzentriert bleiben. Nico Williams. Oh Mann, ey. Es ist so ätzend mit den Spielern hier, weil die so langsam sind, wenn er da immer durchläuft. Oh, und Upside, shit. Zentimetergeschichte, Schmiso. Enge Entscheidung, aber ich würde sagen, richtige Entscheidung. Na. Schieso Park. Ah, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Schlurf doch, du Harry, Alter. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern, wenn sie schnell spielen. Na, der Konter versandet dann am Ende doch durch diesen Ballverlust. Und weiter zur Barriere. Weg jetzt hier. Nachspielzeit angezeigt. 2 Minuten. Hoffmann. Schoss jetzt auf die Entscheidung. Oh, okay, gut, das war's jetzt. Mensch, 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 was für ein Krampf schon wohl, Leute, ey. So, unsere 2 Spiele gemacht hier, die wir machen wollten. Gucken wir nochmal schnell in den Shop rein. Holen unseren Leitspieler ab und irgendeinen Firlefanz hatte ich da, glaube ich, noch vom letzten Mal nicht abgeholt. So.
voll die krasse Karte. Nee, eben nicht. Noch in unser Pack reingucken hier. Gucken wir mal. Saha, naja. Nee, brauche ich nicht. Will ich nicht. Nö, danke. FIFA Points, wenn ich das schon mal bloß niemals FIFA Points kaufen, Leute. Gut, Freunde, das sollte doch erstmal wieder gewesen sein hier von mir. Der hat zwei Spiele gemacht, zwei Spiele gewonnen. Beim nächsten Mal jetzt weiter, wenn ihr Bock habt. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt hier Checker TV. Ich verspreche euch auch beim nächsten Mal von Anfang an die Kopfhörer zu tragen, damit ihr denn auch versteht, was ich zu euch quatsche. In diesem Sinne, ciao und vielleicht bis zum nächsten Mal, Leute.